Wenn ich mich mit drei Worten beschreiben müsste, dann wäre das? Schnell, flexibel, selbstbewusst. Wie oft hast du heute schon deine sozialen Medien gecheckt? Viel zu oft, ich sage das sicher 10-mal. 10-mal auf jeden Fall. Die berühmteste Person, deren Nummer du eingespeichert hast? Jetzt gehe ich kurz im Kopf durch. Die berühmteste Person, also ich habe eine sehr berühmte Person eingespeichert, aber mein Telefon ist top secret. Ich weiß nicht, ob die Personen wollen, dass ich sage, dass ich sie eingespeichert habe. Was war dein Traumberuf als Kind? Ich habe in den Stammbüchern tatsächlich reingeschrieben, Journalistin oder Modedesignerin. Ich habe dann auch Textilkunst und Design studiert, also da kann ich ein kleines Hackerl drunter machen, im Journalismus ist geblieben. Hat jemand einen lustigen Spitznamen für dich? Meine Oma sagt Nini zu mir, es sagt niemand anders Nini zu mir, außer sie, und darum ist das der Spitzname. Wer wärst du gern für einen Tag? Jetzt sagen sicher viele ein Mann, aber ich wäre gern mal einen Tag die Nina mit 80. Ich würde gerne mal wissen, wie die drauf ist. Ich glaube, das ist so eine richtig schräge Katzenfrau. Das klingt lustig. Diesen Fashion-Tipp würde ich meinem jüngeren Ich geben. Welchen Fashion-Tipp würde ich meinem jüngeren Ich geben? Ich würde meinem jüngeren Ich den Tipp geben, dass man die Nieren bitte bedecken soll, weil diese Jeans, die einfach nur kurz über dem Schambein enden, echt nicht gesund sind. Licht ins Dunkel bedeutet mir? Licht ins Dunkel ist die allergrößte Aktion, wo Herr und Frau Österreicher mal zeigen können, dass wir das mit dem Zusammenhalten schon richtig gut drauf haben. Das war's, danke dir. Danke!